Das Verbot einer Partei ist ein massiver, ein heftiger Eingriff des Staates in das politische Leben eines Landes, insbesondere einer Demokratie. Und deshalb müssen zwei Bedingungen vorliegen dafür. Erstens, ganz klar, die rechtlichen Voraussetzungen. Aber zweitens und viel wichtiger, die Menschen, die Bürger, die Wähler müssen eine solche Entscheidung, einen solchen massiven Eingriff des Staates verstehen, aber auch akzeptieren. Ansonsten werden sie sagen, wir leben in einer Diktatur. Und das gilt insbesondere für Deutschland, denn hier ist schon im Grundgesetz, also in der Verfassung angelegt, dass die politischen Parteien maßgeblich das politische Leben des Landes bestimmen. In Deutschland ist das politische Leben mit den politischen Parteien besonders eng verknüpft. Das ist nicht in allen Ländern so, aber das ist tatsächlich so in Deutschland. Das war eine Reaktion auf das Dritte Reich. Man wollte eben tatsächlich, dass das Leben sich innerhalb der politischen Parteien eben ausprägt. Und das ist im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik immer größer geworden. Das wird von einer ganzen Reihe von Politologen auch kritisiert. Die meinen, das Ganze ist zu viel geworden. Es ist zu viel Parteipolitik. Das führt zu diesem Begriff Parteienstaat, Parteiendemokratie. Aber es ist nun mal so, wie es ja heutzutage ist. Und deshalb ist in Deutschland besonders schwerwiegend, wenn eine Partei eben verboten wird. Es ist wirklich ein heftiger Eingriff des Staates, konkret der Justiz. So, und diese zweite Gruppe von Argumenten scheint für den Protagonist des aktuellen Verbotsversuches gegen die AfD, Herr Marco Wanderwitz, völlig zu ignorieren. Ihm scheint das völlig nicht zu interessieren oder er hat überhaupt kein Gefühl dafür. Und das sieht man in einem Interview von Herrn Marco Wanderwitz, Bundestagsabgeordneter der CDU, mit der Tagesschau. Er sagt, er will im Herbst versuchen, die AfD zu verbieten und dazu wird er befragt von der Tagesschau. Und das Interessante ist folgendes, der Reporter, der ihm die Fragen stellt, kapiert eigentlich, dass er im Grunde genommen ein völlig autoritäres Denken hat. Ja? Das heißt, man merkt förmlich, dass diese ganzen Fragen Fallen sind und Herr Marco Wanderwitz äußert, er zeigt eigentlich seine Gesinnung, die schlicht und ergreifend autoritär ist. Und autoritär ist schon sehr höflich gesagt. Ja? Sie werden das sehen, ich werde hier ein paar der Fragen hier nur behandeln und antworten. Also es ist wirklich unfassbar. Das heißt, er ist tatsächlich der Auffassung, der Staat muss den Leuten zeigen, was sie zu wählen haben, denn die Menschen sind irgendwie doof. Ja? Sie werden von dieser Partei, AfD konkret jetzt, hypnotisiert und deshalb wählen sie falsch. Das ist eigentlich, was er praktisch sagt hier. Das ist wirklich unglaublich und Sie werden sehen, der Reporter hat das kapiert und dementsprechend hat er auch die Fragen gestellt. Also ich finde das erstaunlich, dass gerade die Tagesschau, die ja nicht besonders konservativ, eben so ein Interview geführt hat. Ja? Also er sagt folgendermaßen. Also die erste Frage, die ich behandle, das Interview ist wesentlich länger. Sie fordern ein AfD-Verbot, obwohl die Partei gerade erst bei der Europawahl fast 16% geholt hat. Sehen Sie da überhaupt den gesellschaftlichen Rückhalt für ein Verbot? Also das ist eine banale Frage eigentlich, ja, eine Selbstverständlichkeit. Und wie er antwortet. Er sagt, ja, es gab eine ganze Reihe von Protesten, es gab diese Korrektivrecherche und so weiter, aber das Ganze hat nichts bewirkt. Und deshalb, aber all die Skandale und der Aufstand der Zivilgesellschaft haben offensichtlich nicht dazu geführt, dass die Bedrohung namens AfD signifikant kleiner wird. Das heißt, er bedauert, dass diese ganzen Kampagnen, und man muss das ganz klar sehen, das waren PR-Kampagnen, ja, das waren Mobilisierungskampagnen, das war organisiert vom linken bis linksextremistischen Milieu. Und die hatten ganz klar Ziele, ja, das heißt, sie wollten die AfD angreifen, aber im Grunde genommen alles, was nicht links ist, ja, ganz klar wurde auch die CDU, wurde alles, was so christlich, konservativ, bürgerlich auch angegriffen, ja, weil das war die Zielsetzung des linken Milieus, ja. Und damit verbunden war natürlich auch Fundraising, also Spendenkampagnen, Werbekampagnen und so weiter. Es war eine ganz klare PR-Kampagne zur Mobilisierung gegen alles, was nicht links ist, eben konkret gegen die AfD. Nun, das hat nicht funktioniert und weil diese PR-Kampagne nicht funktioniert hat, deshalb muss jetzt der Staat diese Partei eben verbieten. Also ich meine, das ist unglaublich. Das ist eine unglaubliche Überheblichkeit, ja, die er zeigt. Ja. Also, und er sagt das so offen, dass man den Eindruck hat, das ist gar kein Politiker. Das ist ein Funktionär. Das ist jemand, der irgendwie völlig autoritär denkt. Ja, und man fragt sich, wie kann so jemand in den Bundestag kommen? Im Gegenteil, in weiten Teilen der neuen Bundesländer ist die AfD mittlerweile Volkspartei. Also die Leute, ja, es ist falsch. Das heißt,
Schade, diese ganzen Proteste haben nicht gewirkt. Inzwischen ist die AfD sogar noch stärker. Also, wir müssen dies verbieten. Leider. Sie stellt tausende Kommunalpolitiker. Das sind Kipppunkte für unsere Demokratie. Da wird ein Verbotsverfahren zwingend notwendig. Ja, also so denkt dieser Herr. Ja, das heißt, alles hat nicht gewirkt. Diese ganzen Demos und so weiter. Korrektivrecherche. Okay, deshalb müssen wir diese Leute wählen, verbieten, Entschuldigung, weil die Leute diese Partei trotzdem gut finden. Das ist im Grunde genommen seine Argumentation. Also das ist natürlich eine Katastrophe. Wenn er das so kommuniziert, werden die Leute sagen, okay, sie wollen im Grunde genommen eine Diktatur haben. Ja, also sie respektieren nicht den Willen, die Wahlentscheidung der Bürger. Und dann fragt er dann nochmal, die Chancen eines Verfahrens gelten als ungewiss. Was wäre gewonnen, sollte es scheitern? Und dann sagt er, nee, also ich finde, die Chancen sind groß und außerdem noch können wir immerhin erreichen, dass die Parteifinanzierung gestrichen wird und so weiter und so fort. Aber sehen Sie, jetzt wird deutlich, wie er eigentlich tatsächlich denkt. Das heißt, bloß das bloße Existieren einer Organisation, einer Partei, die eben AfD heißt, ja, das führt, dass dann diese Menschen eben dementsprechend wählen. Und wenn diese Organisation, diese Parteistruktur nicht mehr existiert, dann werden die Leute irgendwie anders wählen. Und Sie werden sehen, wie er das begründet. Er sagt nämlich folgendermaßen. Das würde sozusagen ein totales Auslöschen, also ein Verbot, des Lagerfeuers der AfD bedeuten. In dem Moment hört die Partei auf zu existieren. Das gesamte Parteivermögen würde eingezogen. Alle Mandate vom Gemeinderat bis zum Europaparlament erloschen. Und das müsste man prüfen, ob das tatsächlich der Fall ist, denn die Abgeordneten, egal wo sie sind, sitzen dort als Einzelperson und nicht als Delegierte von Parteien. Das heißt, und deshalb können sie auch wechseln, ja, wie neulich eine grüne Bundestagsabgeordnete ist zur CDU gegangen. Ja, das können die machen. Das heißt, sie wählen auch für sich. Sie vertreten dann nicht irgendwie, sie sind nicht bevollmächtigt bei den Wahlen im Bundestag oder in den Landtagen etc. Sie sind dann nicht Bevollmächtigte einer Partei, sondern sie wählen als gewählte Volksvertreter. Ja? Das heißt, ich bezweifle, dass dann diese ganzen Mandate erlischen. Das müsste man prüfen. Alle Mitarbeiter der Partei und Fraktion wären weg. Aber sehen Sie eigentlich im Grunde genommen, er fokussiert sich völlig auf die Organisation. Das heißt, wir haben eine Organisation, eine juristische Person, eine Partei, die nennt sich AfD, sie kriegt Geld und diese Organisation muss zerstört werden. Und dann wird Folgendes passieren. Ja, weil der Reporter fragt, ja, aber dann die Wähler sind doch noch da. Ich meine, was passiert denn? Der fragt konkret, nur verschwinden die Parteimitglieder und die AfD-Wähler damit nicht. Das heißt, die AfD könnte dann praktisch dann ein Bündnis Weidel-Krupalla gründen, so wie Bündnis Sahra Wagenknecht. Ja, und dann läuft das weiter. Natürlich, die werden kein Geld haben und so weiter, aber die Wähler sind ja noch da. Aber wie er darauf antwortet, das zeigt eigentlich, wie autoritär dieser Herr Marco Wanderwitz denkt. Er sagt nämlich, aber die gesamte Organisationsstruktur der AfD, die mit Steuergeld bezahlt wird, verschwindet. Das heißt, für ihn ist das im Fokus, diese Organisationsstruktur. Das wäre die große Atempause für Demokratie. Das heißt, ach, endlich, jetzt können wir aufatmen. Die sind nicht mehr da. So, und damit ist das Thema erledigt. Die wir brauchen, erst dann, das ist wirklich unglaublich, können wir überhaupt wieder einen Teil der AfD-Wählerinnen und Wähler, die nicht in der Wolle rechtsextrem gefärbt sind, erreichen. Das heißt, die scheinen offensichtlich so eingeegt, so wie Schafe von der AfD, die sind alle hypnotisiert eben von der AfD. Und deshalb, solange diese Organisationsstruktur AfD existiert, da können wir mit diesen Leuten gar nicht reden. Das heißt, die sind irgendwie hypnotisiert, die sind völlig, total wie eine Sekte quasi, ja, also die sind so da drin, ja, dass man gar nicht mit denen reden kann. Die sind psychologisch völlig abhängig von der AfD, von dieser Organisationsstruktur, und wenn man diese zerschlägt, dann werden sie aufwachen, ja, aha, okay, gut, was ist jetzt los? Ja, nee, du sollst CDU wählen. Oh ja, genau, wunderbar. Und warum ist das so? Das erzählt er sogar hier, weil die nicht mehr wie heute 24 Stunden am Tag analog und digital mit Hass und Hetze gefüllt werden. Das heißt, so stellt dieser Herr sich Politik vor. Das heißt, man hat eine Organisationsstruktur, sie verbreitet 24 Stunden am Tag analog und digital Hass und Hetze. Das empfangen Leute und damit werden diese Leute hypnotisiert und werden völlig psychisch abhängig gemacht von dieser Organisationsstruktur AfD, und deshalb wählen die AfD. Das ist die Meinung, die Herr Wanderwitz hat von den Wählern. Und das sagt er offen in der Öffentlichkeit. Das heißt, er sagt, die Leute sind ja wie Schafe, die sind blöd, die sind dumm. Ganz einfach, ja, deshalb müssen wir diese Organisation zerschlagen. Und da werden sie aufwachen und dann sagt man, pass auf, das Richtige ist,
ist CDU. Ah ja, natürlich, das mache ich natürlich dann auch. Oder FDP, was weiß ich. So, das ist eigentlich, was er von den Wählern hält. Und dann frage ich nochmal, wie kann so jemand überhaupt auf eine Landesliste kommen, ja, und gewählt werden? Also in einen aussichtsreichen Landeslistenplatz. Also das ist einfach unglaublich, dass jemand so die Wähler charakterisiert, ja, wie völlig willenslose Leute, die im Grunde gar nicht wissen, was sie entscheiden. Okay, und das Ganze ist natürlich so grotesk, dass der Reporter ihn fragt, ja, aber sagen Sie mal, welche Unterstützung haben Sie eigentlich? Und dann sagt er, ja, das hat sich vermehrt, wir haben 37 Abgeordnete und so weiter und so fort und bla bla bla. Und dann sagt er, fragt der Reporter von der Tagesschau, Sie haben weiterhin die freie Hand Ihres Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz in dieser Sache? Fragezeichen. Und dann Wanderwitz merkt, das Ganze ist nicht ganz so. Und dann sagt er folgendermaßen. Friedrich Merz sagt völlig zu Recht, wir als Bundestag haben keinen direkten Zugriff auf die Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz und der Landesämter. Das heißt, er will nicht sagen, nein, er findet mein Vorhaben bescheuert. Ja? Deshalb, das will er nicht sagen, sondern er sagt, ja, wir können das eigentlich nicht richtig anstellen. Also das ist so die Form, wie er praktisch die Frage beiseite schiebt. Und dann versucht er dann, die Bundesregierung in die Pfanne zu hauen. Die handeln falsch, weil die müssten eigentlich diese AfD verbieten. Ja, die Bundesregierung hätte längst eine Prüfung tätigen müssen. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang waren seit Monaten mit brennender Rede. Aber Frau Faeser und Herr Buschmann als Verfassungsminister oder aber vom Bundeskanzler hört man nicht viel. Ja, wahrscheinlich, weil diese ganzen Leute wissen, dass das natürlich sehr kompliziert ist und außerdem noch eine äußerst unpopuläre Meinung ist. Das heißt, weil ich meine, man kann von Faeser halten, was man will, oder Scholz, aber so autoritär oder so charakterisieren tun diese Leute die Wähler eben anscheinend doch nicht. Das heißt, sie sind immer noch der Auffassung, dass die Wähler eben keine hypnotisierten Roboter sind von dieser ganzen Hass- und Hetzekampagnen 24 Stunden lang am Tag. Ja, also das muss man erstmal bringen. Ja, also nochmal, wie kann die CDU so jemand bringen? Ich meine, überlegen Sie, dieser Mann war Ostbeauftragter der Bundesregierung. Ja, in der Zeit von Angela Merkel. Das heißt, der Mann ist doch völlig unfähig, sich mit Menschen zu unterhalten. Der ist doch völlig unfähig, ja, überhaupt eigentlich mit Leuten irgendwie umzugehen, weil er von vornherein der Auffassung ist, dass diese ganzen Leute eben, ja, verleitet werden, desorientiert werden, eben durch irgendwelche PR-Kampagnen, die aus Hass und Hesse bestehen. Also, ich meine, das Ganze ist wirklich grotesk einfach, ja. Und dieser Mann will die AfD verbieten, ja. Also, das Ganze wird ein Fiasko werden. Also ich bin gespannt, ob die CDU das nicht versucht zu unterbinden. Ja, weil was wird passieren, wenn er das tatsächlich jetzt sagt, und das wird auch so nur in den ganzen Medien erscheinen und so weiter, dann werden ja die kommenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und etwas später in Brandenburg quasi zu Plebiziten werden, zu Volksabstimmungen zwischen der CDU und der AfD. Das heißt, viele Leute werden sagen, okay, ich mag die AfD nicht, ja, aber die so zu verbieten, wie das hier Herr Wanderwitz und noch mit solchen Argumenten, nein, das geht nicht. Ja, also dann müssen wir unbedingt die CDU schwächen, weil das geht nicht. Also wir dürfen nicht so die Demokratie in Deutschland zerstören, ja, weil durch Leute, die offensichtlich eine katastrophale Meinung der Wähler haben, dass sie einfach so sich hypnotisieren lassen von einer Organisationsstruktur einer Partei. Also so argumentiert er ja wirklich. Und dann eben komme ich zum Schluss. Gerade in der Ost-CDU sind die Vorbehalte gegen ein Verbotsverfahren aber groß, fragt die Tagesschau. Hier will die Partei die AfD lieber inhaltlich stellen, weil natürlich wahrscheinlich die Leute dort eben eher Ahnung haben, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit Wählern umgeht, wie man Politik betreibt, wie man sich in der Öffentlichkeit auseinandersetzt. Ja, also die sind eben nicht so wie dieser Wanderwitz. Und dann sagt Rauf Wanderwitz, im politischen Kampf haben wir doch jahrelang alles getan, was möglich ist. Und es hat halt eben nicht sonderlich viel genützt. Das heißt, er wiederholt sein katastrophales Argument. Ja, wir können die Leute nicht überzeugen, die AfD zu wählen und uns dafür zu wählen. Ja, okay, das hat doch nicht funktioniert. Laut Nachwahlbefragungen zur Europawahl ist es 82% der AfD-Wählern völlig egal, dass sie rechtsextrem ist. Ja, 82%. Das sind verfestigte Wähler. Bei der Landratswahl in Sonneberg und der Oberbürgermeisterwahl in Pirna hat nicht mal mehr das Zusammenlegen aller Demokratinnen und Demokraten geholfen. Das letzte Mittel, das uns noch bleibt, ist das Verbotsverfahren. Das heißt, er sagt hier schwarz auf weiß, die Wähler wählen falsch, ja, die Menschen
können nicht wählen, ja, das heißt, wir müssen im Grunde genommen die Partei verbieten. Eigentlich müsste er sagen, deshalb müssen wir diese Wähler verbieten. Wer AfD wählt, darf nicht mehr wählen, weil er offensichtlich irgendwie, ja, gebrainwashed ist oder so, also Gehirnwäsche und sowas, hypnotisiert ist. Er hat eigentlich keine Fähigkeit zu wählen und deshalb sollten wir diese Wähler verbieten. Das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung von seiner Stellungnahme. Also das ist einfach unglaublich. Also das Ganze wird wirklich, ich glaube, wenn das so weitergeht, wenn das passiert, ja, wenn er tatsächlich Erfolg hat und jetzt dann im Ende September mit seinem Vorhaben kommt, ja, das wird eigentlich Propaganda sein für die AfD. Weil dann wird die AfD sagen, guckt, das sind die Altparteien, ja, und die sind total undemokratisch. Mit solchen Argumenten wollen die uns verbieten und die wollen euch verbieten, uns zu wählen. Das sind die Altparteien, das sind die Leute, die so ein Verbot haben wollen. Also das wird eine unglaublich gute Propaganda sein für die AfD, wenn dieser Herr mit seinem Vorhaben kommt und das außerdem noch so begründet. Man muss eben diese ganzen Wähler erlösen, befreien von dieser Gehirnwäsche, von dieser Hypnose, damit sie doch endlich wieder CDU wählen. Das ist natürlich eine unglaublich gute Wahlwerbung für die AfD. Also dieser Mann ist wirklich gefährlich für die CDU. Also er müsste im Grunde genommen aus der Partei ausgeschlossen werden oder jedenfalls darf er, also dass so jemand überhaupt sowas machen kann, das ist einfach unglaublich. Ja, und wie gesagt, also das Ganze wird sehr interessant werden, denn ich glaube, es könnte tatsächlich dann zu einer Volksabstimmung kommen zwischen CDU und AfD. Allein aufgrund diesen Versuches, die AfD zu verbieten. Ich kann mich erinnern an die ganzen, die mediale Berichterstattung über die ganzen Verbotsversuche der NPD. Und das war ja eine winzig kleine Partei, die ja wirklich keine Rolle spielte. Sie hatte überhaupt nicht mal Chance, irgendwie irgendwo um 5% zu bekommen. Was das für Interesse erzeugt hat. Das heißt, wenn dieser Mann hier mit seinem Verbotsantrag kommt, ja, das wird tagelang, wochenlang auf der ersten Seite der Zeitung stehen. Und da wird man diese ganzen Argumente wieder hören. Ja, also das Ganze wird dann ziemlich interessant werden.